Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet für mich, heute hier zu stehen. Die Erika hat gesagt, das Thema ist schwach, na und? Und je nachdem, wie du drauf bist, wirst du sagen, ja, das bedeutet schwach, nehme ich so locker auf die Schulter. Aber wenn ich ehrlich bin, bedeutet das Thema für mich schwach, na und, ein trotziges na und. Ich weiß noch, es ist ein Jahr ungefähr her, als ich hier die letzte Predigt gehalten habe. Und ich weiß, dass heute Leute da sind, die mich nicht kennen. Mein Name ist Joachim Ortler, ich bin der Seniorpastor von der Gemeinde. Und ich bin seit fast einem Jahr jetzt außerhalb des Dienstes. Ich bin krankgeschrieben eigentlich. Vor einem Jahr war meine letzte Predigt hier. Und ich habe zuvor 30 Jahre, über 30 Jahre gepredigt. Und Predigen ist meine Leidenschaft gewesen. Ist es auch jetzt noch, nur unter anderem Vorzeichen. Das ist mir nicht schwer gefallen. Klar, das ist immer eine Challenge, wenn du vor Menschen redest, aber es ist mir nicht so schwer gefallen. Und ich habe das geliebt zu predigen, auch besonders zu dieser Gemeinde, die ich von Herzen lieb habe. Und ich weiß noch vor einem Jahr nach meiner Predigt, und manche vielleicht können sich zurückerinnern, das war so angegriffen, ich war so am Ende mit allem, mit all meiner Kraft, mit allem, was noch in mir drin war. Und als der Gottesdienst zu Ende war, kam eine Schwester zu mir und hat gesagt, du musst unbedingt zum Arzt gehen, du musst dich krank schreiben lassen. Und dann habe ich gesagt, warum? Was soll ich da dem Arzt sagen? Und dann sagt sie, du bist total erschöpft, du bist total aus. Dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat mich natürlich, ein Hausarzt kann dich zwar krank schreiben, aber kann keine Diagnose stellen, und so musste ich den Gang gehen, den ich gerne vermieden hätte, dass ich mich zu, ich hätte es anderen natürlich geraten. Aber ich doch nicht. Ich gehe doch nicht zum Therapeuten. Ich bin auch noch ICL-Seelsorger. Ich bin auch noch in Ausbildung. Aber dann bin ich gegangen und als die Diagnose kam, war es, wie wenn ein schwarzes Loch aufgeht. Wie wenn ich reinstürze in etwas, wo ich nimmer weiß, wo das endet. Das war, wo die Therapeutin sagt, du leidest an einer depressiven Angststörung mit Burnout. Burnout, das war noch edel, das konnte ich noch nehmen, aber bei depressiver Angststörung, obwohl ich es gefühlt und gewusst und auch die Auswirkungen gemerkt habe, das wollte ich nicht wahrhaben. Und seitdem bin ich auf dem Weg, sage ich mal, zurückzukommen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wirklich nicht vorstellen, was ich diese Woche durchgemacht habe, nur in dem Wissen, ich stehe heute Morgen vor euch. Leute, die ich liebe und Leute, die ihr seid so klasse, das möchte ich euch auch sagen. Ich bin so dankbar, ich habe es euch schon gesagt, aber ich bin so dankbar für euren Support, für all eure guten Zusprüche und so weiter. Teilweise sind sie zu gut gemeint, weil jeder, das war meine große Angst und ist bis heute, sage ich euch, dass jeder Fortschritt, den ich mache, das sind alles abgesprochene Dinge. Heute, dass ich mich dem stelle, heute hier zu stehen, ist mit der Therapeutin abgesprochen, weil ich muss das überwinden. Jetzt nicht, weil die Therapeutin das sagt, sondern ihr werdet sehen, wenn wir den Predigttext lesen, dass das sehr wohl wichtig ist, dass ich mich dem stelle. Aber alles in mir wehrt sich und könnt euch nicht vorstellen,
Alles sträubt sich in mir. Ich habe noch 2 Tage, ich gestehe es euch ganz ehrlich, 2 Tage zuvor habe ich den Frank angerufen und habe gesagt, Frank, könntest du heute predigen? So bin ich drauf. So müsst ihr mich jetzt ertragen und es mitnehmen, wie es jetzt werden wird. Aber ich möchte ehrlich zu euch sein. Und ich wünsche mir nichts so sehr, dass heute rauskommt, nicht, dass die Schwachheit glorifiziert wird. Ich verstehe das bis heute manchmal nicht, warum ich da reinfallen musste. Warum? Ich verstehe es eigentlich schon ein Stück weit, wenn ich ehrlich bin. Ich habe weit über meine Verhältnisse gelebt. Ich habe einen Dienst gelebt, der unbalanciert war. Ich wollte ein sehr guter Hirte sein, der es jedem recht macht und so weiter und so fort. Das war vorgezeichnet, aber das geht über Jahre und Jahrzehnte bei mir. Und jetzt sieht die Sache anders aus. Und deswegen bin ich so froh, dass ich hier sein kann. Und weil ich Frank angerufen habe, so ist unser Gott, sage ich euch. Der Hammer ist, ich rufe den Frank an und dann sage ich, Frank, kannst du predigen heute Morgen? Und dann sagt Frank, morgen, also Samstag, bin ich auf einer Hochzeit den ganzen Tag über. Und ich könnte vielleicht so eine Mini-Predigt machen, aber dann habe ich gespürt, nein, du willst jetzt wegschieben, du willst dich dem nicht stellen und habe dann gesagt, ich ergebe mich in das Schicksal, in Anführungszeichen, weil, wie gesagt, wir lesen jetzt gleich den Text, vielleicht könnt ihr den schon anwerfen. Ach, übrigens, das Bild, das hat mich so berührt, so fühle ich mich. So wie das Bild. Ich weiß, dass ich einen starken Gott habe, der hinter mir ist. Und ich weiß, dass ich in ihm alles habe. Und gerade meine Frau, die hat mich heute so ermutigt noch oder wollte mich ermutigen und hat die ganze Zeit über gesagt, du schaffst es, das wird gut und so weiter. Aber ich möchte euch mal eines sagen. Das ist nicht schlecht, wenn man das macht, aber es kann auch kontraproduktiv werden. Weil letztendlich den Kampf kann mir niemand nehmen. Die Schwachheit oder die Angst, die an mir angreift, wie gesagt, ich habe das liebend gern gemacht. Und wenn du in das schwarze Loch reinfällst, das schwarze Loch war für mich, dass ich mich so unfähig gefühlt habe bei dem, was ich immer gern gemacht habe. Dass ich mir nicht mehr zugetraut habe, hier vorne zu stehen und zu euch zu reden. Das ist das schwarze Loch. Und dann musst du mit fertig werden, dass du dich wertlos fühlst. Und ich habe gesehen, ich war ja am Anfang nicht da in der Gemeinde, und habe ich gesehen, die Gemeinde entwickelt sich weiter und neue Leute kommen dazu. Und der Pastor Sascha macht so einen tollen Dienst auch. Aber wisst ihr was? Und das ist auch wieder typisch menschlich. Da siehst du, wie viel eigene Kraft manchmal im Leben ist. Als ich dann das sah, habe ich zuerst gesagt, frommer Ausdruck, und das war auch zunächst ehrlich gemeint, habe ich gesagt, oh toll. Ich glaube, es war Sascha sogar, wo ich gesagt habe, toll, Gott braucht die Gemeinde mit mir und ohne mich. Er braucht mich gar nicht. Das klingt sehr heldenhaft, oder? Dann bin ich heim und bin depressiv geworden, habe ich gesagt, warum brauchst du mich nicht? Warum muss es ohne mich gehen? Warum darf ich nicht Teil davon sein? Genug zur Einleitung. Ihr müsst jetzt durch. Amen. 2. Korinther 12, Vers 6 bis 10. Demut ist auch die Brille. Ich hätte viele Gründe, stolz zu sein. Und es wäre absolut kein Unsinn, sondern die reine Wahrheit. Doch was ich tue, doch das tue ich nicht. Ich will, dass niemand besser von mir denkt, als es meinem Leben und meiner Verkündigung entspricht. Obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe,
Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Oh, Halleluja. Damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Amen. Amen. Sagt sich leicht, oder? Wisst ihr, warum dieser Text, denn ich hätte vor einem Jahr einen Bogen um diesen Text gemacht, habe ich ehrlich auch gemacht. Ich wollte mich nicht mit dem Gedanken von Schwachheit beschäftigen. Klar, es ist allgegenwärtig, wenn deine Schafe kommen und wenn Leute um Gebet beten oder man sieht ja auch, wo Kämpfe sind, man hat auch eigene Schwachheiten. Aber so ganz ist dieser Text nie an mich drangegangen. Und der Grund, warum es nicht an mich drangegangen ist, und das macht diesen Text so herausfordernd, wir wollen gar nicht schwach sein. Niemand will das. Ich weiß nicht, ob ihr die Gruppe Glasperlenspiel kennt. 2015 haben die ein Lied geschrieben, da heißt es, ich wünsche dir ein geiles Leben. Und mal ganz ehrlich, dieses geile Leben wünscht sich jeder von uns. Niemand wünscht sich Krankheit. Niemand wünscht sich Schwachheit. Niemand wünscht sich Misserfolg oder irgendwas. Wir wollen doch ein gutes Leben haben. Wir wollen auch, dass unser Glaube so aussieht, oder? Und dann gibt es noch dieses Bild in der Welt, die Werbung, die uns allgegenwärtig, Facebook, die Social Media und so weiter, wo immer vorgegaukelt wird, jung, dynamisch, erfolgreich und so weiter. Würde auch niemand was kaufen, wenn es nicht so dargeboten werden würde, oder? Weil wir sind schon so geimpft damit, wir wollen nicht schwach sein. Aber was ist, wenn jemand dich fragt, wie geht's dir? Oder du fragst jemand, wie geht's dir? Und die Person antwortet nicht standesgemäß und antwortet nicht so, wie du denkst, gut oder super, mir geht's super. Die Person sagt, mir geht's so richtig, mir geht's schlecht. Das macht uns betroffen, oder? Dann werden wir richtig unsicher, wir wissen gar nicht mehr, was wir sagen sollen. Wie gehen wir mit Leid und Schwäche um? Und Paulus in unserem Text jetzt, der tut genau das, was wir menschlich als Christen immer machen und was auch gar nicht falsch ist. Er betet. Er betet gegen diesen Dorn im Fleisch. Es ist die menschlichste, natürlichste Art als Christ, wenn wir uns nicht schützen können vor Schwachheit, wenn wir sie nicht aus unserem Leben weghalten können, wenn es uns trifft, dass wir anfangen, es wegzubeten oder wegzuglauben. Wie ein Fremdkörper, Dorn im Fleisch. Hast du schon mal einen Spreisen im Finger gehabt? Ich hatte letztens Spreisen, das Ding war 2 Millimeter groß. Das fuchst dich, oder? Das macht dich verrückt, das Ding aus dem Finger rauszukriegen. Ich habe keine Ruhe gehabt, bis ich das Ding irgendwie rausgepult habe. Ist es jetzt falsch zu beten? Ist es falsch, gegen Krankheit zu beten? Natürlich nicht. Aber achte mal, was hier steht in unserem Text, das ist weg schon, aber ihr habt es ja gelesen. Dreimal habe ich gebetet. Es gibt
zwei Dinge, die ich dir mitgeben will, wenn du betest gegen deine Schwachheit oder gegen deinen Mangel. Ich bete die ganze Zeit gegen meine Schwachheit. Bete so lange, bis du merkst, es gibt wirklich keine Veränderung. Und dann solltest du vielleicht dein Gebet verändern in die Richtung und zu sagen, Gott, was willst du mir zeigen? In der Zwischenzeit bin ich in der Phase. Die Angst ist nicht weg. Habe ich dagegen gebetet, habe beten lassen und so weiter. Sie ist nicht weg. Aber jetzt ist mein Gebet das, Herr, was willst du mir sagen? Was willst du mir zeigen damit? Und das andere ist dieses, wenn wir beten, hör auf die Stimme Gottes. Gott sprach zu Paulus und sagt, bet nicht weiter, das bleibt. Hey, es gibt Dinge in deinem Leben, die bleiben. Es gibt Dinge, da kannst du fasten, beten, Glauben und was auch immer wegbekennen, es bleibt bestehen. Aber Gott wird immer reden. Er sagt nicht irgendwie Pech gehabt, Schicksal, Karma, dein Schicksal, sondern er sagt zu Paulus, meine Gnade ist genug für dich. Amen. Und das andere, was wir als Christen so gern machen, wenn das alles nicht funktioniert, beten hilft nicht, wegbekennen hilft nicht, dann tun wir Leid wegerklären. Das ist die krasse Sache. Leid muss bei uns immer einen Sinn haben. Komm, jetzt bam, gleich der Widerspruch im Herz, merke ich schon. Ja, aber Pastor, im Wort Gottes steht drin, alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Amen. Das ist das Wort Gottes, steht drin. Aber es gibt auch das andere Wort Gottes. Meine Gnade ist genug für dich. Wisst ihr, dass Leid und Schwachheit nicht in der Schöpfungsordnung Gottes waren? Am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, da gab es kein Leid, da gab es keine Schwachheit. Es kam durch den Sündenfall und jetzt leben wir in dieser gefallenen Welt und sind Schwachheiten ausgesetzt. Und deswegen ist es so dumm manchmal, jedes Leid wegerklären zu wollen. Ich finde es so schlimm, wenn bei Beerdigungen zum Beispiel gesagt wird, es hat Gott dem Herrn gefallen, den und den wegzunehmen. Oder wenn ein Kind stirbt, dass wir dann als so einen frommen Spruch sagen, jetzt hat der Himmel einen Engel mehr. Aber was für ein Bild von Gott habe ich denn dann? Was denke ich denn dann über Gott? Ist er der Gott, der uns alles wegnimmt? Und das denken manche Christen, Hauptsache schwach, damit Gott wirken kann. Nur wenn ich schwach bin, kann Gott wirken. Und es ist so falsch. Amen. Der zweite Grund, warum diese Stelle mich so herausfordert und euch wahrscheinlich auch, ist das, wie wir als Christen damit umgehen, mit Schwäche. Ganz praktisch jetzt. Dietrich Bonhoeffer hat mal drüber gepredigt und ihr könnt es mitlesen. Der sagte Folgendes, wozu ist die Religion da? Was ist eigentlich ihr Sinn und ihr Nutzen? Fragen wir herum bei den Religionen der Welt, so bekommen wir eine einzige Antwort, um den Menschen glücklich zu machen. Äußerlich und innerlich. Glück und Religion gehören zusammen wie der Glanz zum Gold. Religion, die nicht glücklich macht, ist keine Religion. Das heißt aber, die Religion wird vom Menschen aus gedacht und nur in Beziehung auf den Menschen als den Mittelpunkt der Welt bewertet. Religion, die nicht glücklich macht, ist keine Religion. Und jetzt provoziere ich. Glaube,
der nicht glücklich macht, ist kein Glaube? Fragezeichen. Muss der Glaube mich immer glücklich machen? Muss er alle meine Probleme lösen? Muss er alle meine Fragen beantworten? Und ich könnte es noch weiter machen. Das seht ihr, wie tief das manchmal in uns drinsteckt. Gemeinde, die nicht glücklich macht, ist keine Gemeinde. Muss die Gemeinde mich immer glücklich machen? Amen, ja. Das Leben leider ist kein Ponyhof. Amen. Es gibt eine Tendenz bei uns Christen, dass wir das Kreuz ausblenden und dass wir auch Schwachheit ausblenden. Das gehört einfach nicht dazu. Ich bin im Glauben groß geworden, auch in dieser Wort des Geistesbewegung, Wort des Glaubensbewegung habe ich mitgemacht. Da wurde alles bekannt, nur bekannt. Du hast Schmerzen, dann hast du eine Bibelstelle dagegen gestellt. Und an sich ist es nicht falsch, versteht es richtig. Aber wo ist die Balance manchmal? Und wisst ihr, was mich erschreckt? Ich warte seit einem Dreivierteljahr auf meine Reha. Warum? Weil die christlichen Kliniken überfüllt sind von Menschen, die krank am Glauben geworden sind. Nicht krank an Gott, nicht krank an Jesus, krank an dem falschen Glauben, die falsche Machbarkeit. Mein Glauben muss alles lösen, mein Glauben muss mich immer glücklich machen, meine Gemeinde muss das machen. Nein. Paulus hat dreimal gebetet und nochmal die Antwort: Lass dir an meiner Gnade genügen. Amen, da höre ich gar kein Amen. Aber das sagt sich leicht, oder? Es sagt sich so leicht, die Gnade Gottes reicht mir. Reicht sie dir in deiner Krankheit? Wisst ihr, was mich richtig herausfordert in dem ganzen Prozess? Meine Therapeutin, die ist so bretthart, ist eine christliche Therapeutin. Die sagte am Anfang: Joachim, was wäre, wenn diese Angststörung nie mehr weggeht? Wenn du immer, wenn du predigst, Angst hast und damit kämpfen musst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das gemacht hat in mir. Ich habe das so abgelehnt, innerlich und äußerlich, habe mich so dagegen gestellt und gewehrt. Dann hat sie mir eine weitere Frage gestellt, hat sie gesagt: Was wäre denn, wenn du durch dein Burnout nicht mehr 100% leistungsfähig bist? Gut, das konnte ich noch einigermaßen ab. Und dann sagt die: Was wäre, wenn du nie mehr deinen Dienst tun könntest? Kann ich jetzt auch noch sagen, deine Gnade ist genug? Ich möchte es jetzt nicht unnötig schwer machen, aber dieser Text, versteht ihr, wir können den so locker runterlesen, können so locker sagen: Halleluja, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Aber ich will nicht schwach sein. Das tut weh, das ist nicht schön. Ich will jetzt meine Schwachheit nicht mit Paulus vergleichen, aber kennst du jemand oder hast du das selber mal erlebt, einen Fersensporn zu haben? Wisst ihr, was das ist? Wer hat schon einen gehabt? Hand hoch. Das tut sau weh, oder? Das tut richtig weh. Jeder Schritt erinnert dich, wenn du gehst, erinnert dich dran, dass du etwas nimmer ganz kannst. Ich habe einen guten Freund, der hat einen Fersensporn, ein toller Sportler, voll fit an und für sich, der kann keine paar Meter mehr rennen oder konnte nimmer rennen, jetzt ist es wieder besser. Aber der konnte nimmer rennen, weil dieser Fersensporn drin ist.
Meine Gnade ist genug. Amen. Und jetzt kommen wir zu den Christen noch, die nicht verleugnen, nicht vermeiden, sondern die sich die Schwachheit, ich sage es jetzt mal ausgedrückt, wie eine Monstranz vor sich hertragen. Wenn du mit denen redest, alles ist immer schlecht, alles ist negativ, alles ist schwierig, alles ist irgendwie nur bei mir. Und sie beziehen sich auf Paulus, der sagt, im Luthertext steht drin, ich rühme mich meiner Schwachheit. Dann denke ich, ich bin im falschen Film. Das kriege ich noch nicht hin. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Guck, wie schlecht es mir geht. Schau, was ich durchmachen muss. Aber ich sage dir Folgendes, wenn du so drauf bist, Paulus ist nicht stehen geblieben bei dem. Der ist nicht stehen geblieben. Der sagt nämlich, ich bin in diesem Text zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft Gottes von Christus durch mich wirken kann. Da ist ein Damit. Ich bin schwach, okay, na und? Aber ich stelle mich der Schwäche und wenn sie nicht weggeht, ich werde trotzdem hier wieder stehen. Ich werde trotzdem predigen. Oh, jetzt habe ich eine große Klappe gehabt, oh je. Ich bin noch nicht dort, wo Paulus ist. Ich bin zufrieden mit meiner Schwäche. Ganz ehrlich, nicht. Bin ich nicht. Und bitte, eines schiebe ich noch dazwischen. Bitte sagt nicht, ich bin wieder ganz der Alte. Das hilft mir nicht, wisst ihr warum? Es ist lieb gemeint, aber ich will nicht der Alte sein. Möchte ich nicht. Der alte Joachim hat mich dorthin gebracht, wo ich bin. Und ich möchte es nimmer. Amen. Zum Schluss drei kleine Sachen, die ich euch noch mitgebe, wenn ihr noch Geduld habt. Was kann ich lernen aus Schwachheit? Ich denke, nicht nur einen Zustandsbericht zu geben, sondern was mir klar geworden ist, was ich lernen kann, vielleicht ist es auch das, was du lernen kannst. Schwachheit ist die Möglichkeit, echt und authentisch zu werden. Und ich betone das Wort Möglichkeit. Es ist nämlich kein Garant, es ist kein Selbstläufer. Schwachheit muss dich nicht notwendigerweise ehrlich machen. Es gibt so viele Menschen, glaub mir, ich habe das über die Jahre miterlebt, so viele Menschen, die Abgründe in ihrem Herzen haben. Das ist nicht mal das Schlimmste. Die hat wahrscheinlich irgendwo jeder ein Stück weit. Die kämpfen, die gehen kaputt. Das hat mich, vor Jahren bin ich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber das war das Schlimmste für mich, als ich einen geistlichen Diener vom Herrn, der war ein paar Tage vorher hier in unserer Kirche, ein lieber Mann, den ich in der ACK kennengelernt habe. Und ich habe mit ihm geredet und hat er gesagt, ich wünschte, dass wir so glauben könnten in unserer Kirche, wie ihr das jetzt hier so macht. Und nur ein paar Tage später ist er von einer Brücke runtergesprungen, hat sich das Leben genommen. Und das Loch, was er reingerissen hat, war nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen, die das nicht verstanden haben. Dieser Mann hat Jahre unter Depression, schwerste Depression gelitten, aber im Gespräch mit anderen, die ihn kannten, kam raus, dass er das oft gar nicht ans Licht gebracht hat.
Und irgendwann ist dieser schwarze Dämon, diese Depression so mächtig geworden, dass er keinen Ausweg mehr sah, als sich das Leben zu nehmen, weil dieser Schmerz so groß geworden ist. Und ich frage mich heute Morgen, wo bist du? Nützt du Schwachheit, dass sie dich ehrlicher machen kann? Nützt du das? Die macht dich nicht automatisch ehrlicher. Und deswegen finde ich das so krass, dass Paulus, dieser große Mann Gottes, das nicht verschweigt. Versteht ihr? Der hätte auch den Text anders schreiben können, hätte schreiben können, guckt mal, was für ein tolles Leben ich mache und was für ein guter Verkündiger ich bin und so weiter und so fort. Und er schreibt den Gläubigen in Korinth und sagt, ich habe einen Pfahl, einen Dorn im Fleisch. Ich bin schwach. Und wenn du es noch krasser sehen willst, lese mal 1. Korinther 2, Vers 1 bis 4. Ich habe gedacht, das kann nicht der Paulus sein, den ich kenne. Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Und jetzt guckt mal, was da steht. Ich kam zu euch oder ich kam als was? Nochmal. Als schwacher Mensch. Und guck mal, was da noch steht. War was? Und? Hä? Was läuft da schief? Und seht ihr, wir leben in einer Welt, da bin ich wieder zurück an den Anfang, wo auch im Reich Gottes der tolle Dienst, der tolle Ministry, alles muss hip und stark und glänzend und perfekt sein. Und Paulus sagt, ich war ängstlich. Ein Mann, der ein Gelehrter war, ein Professor, kann man sagen. Wow, und warum hat der Heilige Geist ihn so stark gemacht? Warum hat er so stark durch ihn gewirkt? Wir lesen es weiter. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht einfach. Das hat manchen in Korinth, die so hoch gedacht haben und die so theologisch geschliffen waren, in den Ohren wehgetan. Die haben gesagt, der Paulus, guck dir den an, wie schwach dieser große Apostel ist, wie ärmlich der predigt und wie arm und ängstlich zitternd der da vorne ein Bild abgibt. Und jetzt guck mal, ich gebrauchte keine klugen Worte, versuchte nicht euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Warum? Weil Paulus durch und durch authentisch war. Amen. Der Heilige, wir wollen alle, hey, wer will, dass der Heilige Geist mächtig durch ihn wirkt? Wer will das? Wer will richtig gebraucht werden von Gott durch den Heiligen Geist? Wer will schwach werden? Ja. Sieht es anders aus, gell? Super, gell? Toll. Das Zweite, was wir lernen, ich komme zum Schluss wirklich, eine neue Sichtweise zu kultivieren. Schwachheit ist eine Chance, nicht das Schicksal oder die Strafe. Manche denken, dass Gott will mich so klein und schwach und ärmlich haben. Das ist mein Schicksal. 2. Korinther 12, 9, wir haben das schon gelesen gehabt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Und das ist der
Knochen, wo ich rumnage im Moment, zufrieden zu sein, auch wenn ich nicht die 100% Leistungskraft hätte. Zufrieden zu sein, auch wenn ich jedes Mal hier hoch mit Angst und Zittern gehen muss. Trotzdem zufrieden zu sein, weil mein Gott mich trägt. Ich merke das jetzt in diesem Moment, ich merke es die ganze Zeit, er ist da. Und Paulus hat es so exzellent gelebt. Philipper 4 noch, Vers 11 bis 13. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte. Denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Das ist so wichtig. Gilt für jedes Lebens, jede Lebenssituation. Kannst du zufrieden sein? Und jetzt zählt er auf in dieser Bibelstelle. Ich kann in Armut leben, mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Und hier ist der Unterschied. Paulus sagt, ich kenne das. Und du und ich, wir kennen auch solche Zeiten. Jeder von uns hat schon Mangel gehabt. Jeder von uns hat schon Überfluss gehabt. Jeder von uns hat irgendwelche Extreme im Leben gehabt. Ist es richtig? Der Unterschied zum Paulus, er hat gelernt, zufrieden zu sein. Wenn meine Zufriedenheit von meinem Dienst abhängt, und das war jahrelang der Fall, ich habe die Schafe gezählt, jeden Sonntag, fragt meine Frau. Und ich habe, der Sonntag konnte toll sein, der Sonntag konnte gut gelaufen sein, ich habe mir es rauben lassen und bin unzufrieden geworden, weil ich gedacht habe, warum ist der oder die nicht in der Kirche heute? Was habe ich jetzt versäumt? Wo war ich nicht genug hinten dran? Das macht krank. Und wie anders ist es, wenn ich zufrieden sein kann und sagen kann, Gott, ich kann keine Menschen halten. Wenn sie nicht kommen, dann haben sie einen Grund. Aber du ziehst sie, Heiliger Geist. Selbst alle meine Appelle würden nichts bringen, oder? Würden dich nicht da reinziehen. Du bist hier, weil dich der Heilige Geist zieht, oder? Amen. Ich bin zufrieden. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein, zu hungern. Ich kenne Überfluss. Und jetzt kommt's. Durch den, lies mal mit. Durch den, der mich stark macht, das steht nicht, durch den, der mich schwach macht. Durch Gott will dich nicht generell schwach machen. Gott will eigentlich, als Vater will er dich erziehen zur Stärke. Aber wenn du ein menschlich, also ein irdischer Vater oder eine Mutter bist, dann weißt du, ich kann meine Kinder nicht bewahren vor jedem Unglück. Ich kann nicht jedes Leid, jede Schwachheit von ihnen nehmen. Wenn der Kleine mal purzelt, runterpurzelt, ich kann ihn nicht halten, immer. Aber was kann ich meinem Kind erziehen, dass es ehrlich ist, dass es sagt, tut weh. Und weint, auch wenn andere sagen, Indianer kennt keinen Schmerz. Ich kann es zur Ehrlichkeit erziehen und ich kann es so erziehen, dass es auch in Leid und in Schwierigkeiten nicht aufgibt. Das ist der Grund, warum Paulus hier schreibt, durch den, der mich stark macht. Jesus will nicht, dass mein Dienst ruiniert wird. Und wenn er es wollte, dann wäre es auch wert, dass er meinen ruiniert, dass er zum Zug kommen kann. Er will nicht, dass ich nie mehr Pastor bin. Er will nicht, dass ich aufgebe. Und selbst wenn die Schwachheit bleibt, dann weiß ich, er macht mich stark. Zum Schluss, den dritten Punkt lasse ich jetzt aus, aber ich möchte einfach zum Schluss Folgendes sagen.
Hans-Joachim Eckstein ist ein Theologieprofessor, der hat eigentlich einen ganz kurzen Satz gesagt und den finde ich total krass. Nicht unsere Schwachheit ist unser Problem, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Steht mal auf. Ich möchte ein Wort aussprechen über euch und mir in Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Mach mal die Augen zu. Nur wenn du willst. Jesus ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen, und ich füge ein, Schwachheiten aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und jetzt kommt Vers 16, den ich euch zuspreche. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Aber du musst heute einen Schritt tun, zum Thron der Gnade zu gehen. Wie geht es praktisch? Wir haben hinten jeden Sonntag ein Gebetsteam. Und ich kann dich, es ist deine Sache, was du machst. Aber der erste Schritt, mit Schwachheit umzugehen, ist, keine Angst zu haben, das Gesicht zu verlieren oder blöd dazustehen oder wenn ich da hinten hingehe, das sieht ja jeder, dass ich Gebet brauche. Vielleicht bist du ehrlich an dem Punkt und dein Nachbar müsste hingehen und er tut es nicht. Aber ich glaube, dass diese Schriftstelle hat mir Gott als letztes aufs Herz gelegt. Es ist sehr wichtig ist heute, wenn du mit irgendetwas kämpfst in deinem Leben, wenn du irgendwo Druck spürst und sagst, ich habe nie mit Menschen darüber geredet, das zerreißt mich innerlich. Wenn du irgendetwas in deinem Herzen hast und der Heilige Geist dich in diesem Moment jetzt bewegt und dein Herz schlägt an dieser Stelle, dann bitte geh nicht heim, ohne dass du nach hinten gehst und für dich beten lässt. Und du wirst Hilfe bekommen, du wirst die Gnade Gottes erfahren. Vielleicht wird die Hilfe nicht immer die sein, dass sich dein Problem gleich löst, aber du wirst die Hilfe bekommen, die du brauchst. Und Gott weiß es. Vielleicht sagt er auch wie beim Paulus, meine Gnade ist genug. Aber dann wirst du es nehmen können. Amen. Amen. Gott segne euch.